Hi. Moin. Einen wunderschönen Tag. Mein Friseur ist gestorben vor einiger Zeit. Seiner nicht, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin auch noch ein bisschen, also das heißt ein bisschen, ich bin im Arsch. Ich komme ja gerade vom Oktoberfest. Deswegen bitte entschuldigt meine Erscheinung und meine Stimme und mein alles. Der Onkel ist frisch. Wie eh und je, wieder freigelassen, mal kurz Freigang gehabt heute wieder. Eng und sauber. Ja, wir haben jedenfalls zahlreiche Pakete und werden jetzt so lange auspacken, bis das Herz stehen bleibt. Geil. Da steht Fanpost. Junge, das ist ein Brief. Ja. Schnell durch, yeah. Erzähl mal was Schönes. Ich hab dir schon erzählt aktuell, das Leben ist traurig. Lahm? Lahm. Lahm. Junge. Nee, aber gibt's nichts Besonderes, was ich beitragen muss. Von daher. Junge, Alter. 20 Kilo? Haben wir uns ein Bild von Kleingeld? 2 Kilo. 2 Kilo. 20 Kilo. Lust auf ein Spiel. Oh, Junge. Lieber Max, ich verfolge deine Videos nun schon ca. 1,5 Jahre. Diese Videos sind ASMR in meinem Kopf. Mit einem guten Kasten Rosenpilz. Zwischenzeitlich war ich aber ca. 2 Monate im Keller eingesperrt und konnte dich nicht weiterverfolgen. In einem deiner letzten Videos habe ich mitbekommen, dass wenn man dir 400 Gramm Kleingeld schickt, sich den nächsten Videotitel aussuchen kann. Let's go! Ich habe hier 2 Kleingeld, das Bild in der Anlage. Dieses Kleingeld sollte dir zugutekommen, keine Frage. Zu den Spielregeln. Ich werde jede Woche einen Brief mit mindestens einer Münze an dich schicken. Zu besonderen Anlässen können es auch mal mehrere Münzen sein. Du stellst neben deiner normalen Münzsammelbox eine zweite Box mit der Aufschrift Jigsaw und 2053 Gramm. Dann müssen logischerweise deine Münzen diese benannte Box. Wenn meine Briefe dabei öffnet, ist egal. Lustig wäre natürlich, wenn jeder deine Leute mal drankommt. Nummer 1. Ja, lies mal wieder weiter. Jeder drankommt. Beachte aber immer, dass du ihr die richtige Box verwendet. Ich werde meine Briefe und Münzen mit Seriennummern versehen, sodass wir beide wissen, dass wir nicht schummeln. Ab und an werde ich dich informieren, in den weiteren Briefen Bildbeweis, wie viel Gramm wir noch offen haben. Ab und an mal nachwiegen musst du natürlich selbst Tara nicht vergessen. Wenn du die 2053 Gramm bei dir hast, kann ich mir nicht nur die Videotitel aussuchen, sondern bin im Video mit dabei, was du auch suchen kannst. Wir werden da den Wert der Münzen rausfinden, wie ist noch offen und in weiterer Ferne. Gewinnen können wir beide unterschiedliche Preise, logisch. Wenn du also mitspielen willst, so sage du persönlich in deinem Video das Codewort Bockwurstfrieden. Warte mal, was? Also sowas möchte ich eigentlich nicht vergeben. Also ich biete ja grundsätzlich an, dass man sich den Titel aussuchen kann, aber ein Feature oder sowas auf diesem Art, das ist einfach nicht mein Ding. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Also da wird sich jetzt der eine oder andere denken, das ist uncool, aber wenn ich mit jemandem ein Video machen will oder den als Gast haben will, dann lege ich das fest, weil mir die Person sympathisch ist. Und jemand, der mir gänzlich unbekannt ist, dem werde ich jetzt nicht mein Wort geben für irgendein Datum in der Zukunft, weil das ist Quatsch. Hm. Ja, tut mir leid. Sonst, ja, ich grüße all deine Leute, besonders Enrico und Familie. Ja, gerne. Ja, Anlagenbild, Kleingeld, Seriennummer 1, meine Kontaktdaten bekommst du in den nächsten Briefen raus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme ein bisschen Angst, wenn ich das so lese. Das ist ja. Also normal ist das auf jeden Fall nicht. Also es ist ja ganz. Das ist ja ganz nett gemeint, aber ja. Hm. Ja. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Es ist ein unangenehmer Beigeschmack und danke für den Cent auf jeden Fall, aber spar dir das Porto, das ist wirklich, da bin ich der Falsche, glaube ich. Ja. Aber du hast es jetzt trotzdem in die andere Büchse getan.
Ja, ja, ja. Ist ja wurscht, also, wenn dann sollte noch was kommen, aber ich vergebe keine Features. Also, das wollte ich damit nur klipp und klar sagen. Also, man kann mir auch einfach 400 Gramm zukommen lassen nach und nach und dann darf er sich den Titel aussuchen. Aber scheinbar ist ja sein Ziel das andere und das gibt es nicht. Ich bin ja keine Bitch. Ich bin ja keine Hure, die man kaufen kann. Also teilweise, aber halt nicht physisch. Ja, Bist du fertig? Ich bin richtig fertig. Fertig mit den Nerven. Ja, mit dem Leben auch. Wie kluckert's. Also hier steht noch immer drauf, Vorsicht zerbrechlich. Völlig zerrammelt hier unten noch. Also ich glaube, schlimmer hätte man dieses Paket als Lieferant, Bote, wie auch immer, nicht behandeln können. Das ist ja wirklich hart. Das ist wirklich hart. Aber es hat scheinbar überlebt. Das ist mich wirklich drin. Auf jeden Fall gut aus, ja. Junge, was zum Fick? Das ist wieder ganz mystisch. Ah, Junge, das ist vom echten Olexisch. Ich dachte mir, ich schicke dir auch mal wieder eine Fanpost zu. Das Shirt vom besten Präsidenten der Welt ist neu und ungetragen. Trump 2024. Alter, geil. Fallen dir eigentlich außer mir noch andere YouTube-Abonnenten ein, die seit Beginn dabei sind und immer noch am Start sind? Ja. Ich hoffe, wir sehen uns nach all den Jahren mal im Real Life. Wir haben uns ja damals fast auf Bali getroffen, das weiß ich noch. Ist auch krank. Junge, Better Call Trump? Alter. Sheesh. Nicht schlecht. Ich hoffe, ich sehe den Mann mal im echten Leben. Ja. Lad dir doch mal Telegram runter und komm in die Gruppe vom Karan. Dort kann man diskret kommunizieren. Ja, das ist. Ja, ich weiß, ich kenne die Gruppe. Ich kenne die Gruppe. Aber ich halte mich aus solchen Sphären fern. Das ist für meine geistige Gesundheit nicht gut, wirklich. Ja. PS, die FFP2-Masken dienen nur zur Polsterung. Für was anderes kann man die auch nicht gebrauchen. Grüße, Alex Sesch. Junge. Nee, Jesus. Was soll ich sagen? Dafür gibt es wiederum keinen Grund, sich zu distanzieren. Yeah. Die Lemon, das schmeckt überhaupt nicht. Echt? Nee, also mir schmeckt es nicht. Das, der Whisky da drin, das ist so penetrant für mich. Die deutschen Mischen schmecken auch nicht, weil die zu viel drin haben. Ja. Da ist zu viel Zucker und zu viel Alkohol. Die beste Mischdose für mich ist die Havana Club Dose mit Cola. Die besten sind die aus Polen und Tschechien. Die haben nämlich 5%. Schmecken einfach viel besser. Kannst ja doppelt so viel saugen, wenn du unbedingt besoffen werden willst. Aber wer es noch nie probiert hat, Travel Free am besten. Jo. Für 99 Cent. Ja. Die fertig gemischten Dinger, einfach perfekt. Ah, das zimmer ich mir trotzdem irgendwann die Birne. Irgendwann ja. Das muss ja nicht immer schmecken, es muss wirken. Ja. Bruder, du weißt. Norddeutsches Bier, ne? Was ist Ingolstadt? Oh, Ingolstadt. Privatpilsner. Das ist so nass, die Flasche. Frucht. Junge, was zum Geil. Also so, keine Ahnung. Angehaucht. Angelullt. Kenne ich aber auch nicht. Vielen Affenarsch. Oh, Klassiker. Das Klassiker kommt auch gerade. Das erinnert mich immer an Bangkok, wo ich hier von den korrupten Bullen gefickt wurde, weil ich das im Taxi getrunken habe. Dieser klassische Scam. Das Fake-Corona aus dem Lidl. Das ist geil. Das ist immer wieder spannend. Eins der besten vom Preis-Leistungs-Verhältnis, immer noch. Nach wie vor. Oh, Heilig, ey. Ah, Alexei, ich lutsch deine Eichel, ohne Scheiß. Ich lutsch deinen prallen Jarak. Geil. Einfach geil. Ich habe vorhin mich noch entschuldigt, dass mein Kühlschrank jetzt nicht mit so einer großen Auswahl an Bieren bestückt ist. Ja, schön kalt. Was sich jetzt geändert hat. Alexei, wie gesagt, Vielen Dank. Ich knie nieder und inhaliere deinen steifen Penis. Also nur Homo. No Homer. No Mammer. Geissiger. Geissiger Sing. Was gönnt sich der Onkel eigentlich hier Schönes? Ja gut, das Störtebeker Atlantic Ale. Atlantic AIDS. Oh, geil, Alter. Alter. Ich hab vorhin noch gesagt, ich muss unbedingt die Wohnung wischen. Es gibt nichts Besseres zum Saubermachen von sehr stark verranzten Oberflächen. Es feuchtes Toilettenpapier. Das ist das perfekte Reinigungstuch. Stellst den Eimer daneben, wischst damit, kannst auch nochmal direkt entsorgen. Also, übergeil. Ey, dankeschön, das ist wirklich. Das ist einfach perfekt. Wirklich. Ja. Ey, danke, wirklich. Geil. Ich würde mir trotzdem eine Packung mitnehmen. Fuck you! Geil. Ist dein Arsch wund gewichst? Der Arsch ist wirklich wund gerammelt.
So ist es halt. Warum sollte man ein Blatt für den Mund nehmen, wenn es auch ein Hodensack sein kann? Ja, Mehl hat letztens gesagt, immer zum Körper hin. Jo. Na, man hat sowas ein Recht. Wenn es schneller geht. Oh, Mehl. Mehl. Das ist doch gar nicht richtig rum. Das ist auf keinen Fall. Das Paket ist irgendwie von beiden Seiten nicht richtig. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Das ist ganz, ganz komisch. Ja. Na. Junge. Alter DTM Race Driver. Das habe ich damals geliebt. Ohne Scheiß. 18 und durstig? Flaschenöffner? Schön wäre es, wenn ich mal 18 wäre. Jo, das waren Zeiten, 18. Junge, Junge. Da waren wir noch jung und eng. Das. Was ist denn das? Das ist eine Cockpitleiste von irgendeinem Auto. Schön, dass der Mapfahrer mir irgendwas schickt. Ach Mensch. Das ist auf jeden Fall nicht richtig rum, das Ganze. Junge. Alter. Was soll denn das? Junge. Die echten vier Ringe. Nicht raten muss, war es ein alter A6 oder A4? Die haben immer so die ganz großen Ringe, wenn dem Interieur könnte so passen. Junge. Alter. Was für ein Fick. Das ist ein kompletter Schlüsselbund, wie es mich fingern. Was ist denn das jetzt hier, Alter? Das ist einfach ein kompletter Schlüsselbund. Ja. Ey, was immer für eine kranke Scheiße hier drin ist, Alter. Ohne Mist. Was soll denn das? Junge, der Airbag. Alter. Der Airbag. Das ist gefährlich. Damit sollte man eigentlich jetzt nie so spaßen hier. Das ist doch krank. Leute. Mann, Junge, der Airbag. Ja, Vorsicht. Knallt hier über das und alles. Bitte schick keine Airbags per Fanpost. Was ist denn das? Also ohne Mist. Nee, das ist. Nee. Bitte. Bitte laute Video vorlesen. Vielen Dank, wohlwollige Adler. Und hiermit senden wir dir und deiner Truppe erstmalig ein Paket. Ein Packet der berüchtigten Fanpost. Bitte teile diese Sachen mit dem Schänder, dem Metenvieh sowie dem Superfahrer und dem Seib. Den Pullover und die Jacke sollten dir passen. Wenn ja, dann bitte trage sie es und... Was? Trage sie es? Es sind keine Altkleider oder Straßenklamotten. Es sind eigene aus meinem sauberen Haushalt. Schade, dass wir uns leider zum Dresdner Stadtfest nicht sehen konnten. Es sind eigene aus meinem sauberen Haushalt. Es ist ja wirklich maßgeblich dafür, ob ich irgendeine Kleidung, die man mir schenkt, anziehe, ob der Haushalt sauber ist. Das ist so geil, Alter. Und vor allem, was soll ich denn jetzt hier schützen? Ich gehe zum Schänder, hier, hast ein Airbag. Hier zu meinem Vater, hier, hast einen Audi-Schriftzug. Wir werden sich noch beschenken. Super, hier hast du eine Zierleiste. Junge, ist und das geil. Ja, der Seib, der kriegt, was kriegt der? Das hier. Junge, was soll denn das? Oh, Junge! Heiliger! Ja, das ist wenigstens was wert, aber. Das ist falsches Baus. Junge, vielen Kobalt-Anus. So, warte mal. Dresdner Stadtfest nicht sehen konnten, denn dann hatten. Denn hatte die Möglichkeit hinzukommen. Naja, egal, wollen vielleicht das nächste Mal. Dann möchte ich und mein Bruder mal einen Saufflock machen und mit dem Schänder und euch um die Häuser ziehen. Ich habe mich diesbezüglich schon geäußert. Eure Telefonschreie sind der absolute darmigste Ausschiss und es quillt vor Lachen immer mein Darm und wir müssen heftigst scheißen. Einfach feinster Ranz, der ins Blut geht. Vielen Dank dafür und weitere. So, nun genieße die Fanpost. Wir hoffen, bei den Sachen bekommst du einen Zirkusheld in deiner Hose. Das habe ich hier. Es ist ein sauberer Haushalt. Schöne Grüße aus Zwickau. Alter. Von Eric und Leon wird mir Landficker ehrendicht und du bist der absolute Ehrenmann. Grüße zurück in eure sauberen Haushalte. Ich komme auf diese Formulierung nicht klar, das ist so geil. Grüße nach Zwicke. Ich glaube, das ist einem sauberen Haushalt. Das ist so herrlich.
Ja, Mann, das ist einfach nur schön, wirklich. Ich hoffe, der Seib schießt mal auf diesen Airbag, Alter. Den können wir auch gehen lassen. Das machen die hier in Cosmic an den in Werkstätten, machen das schon läuft. Wir haben letztes Mal in das Feuerfass geschmissen. Da ist das irgendwie nach 2 Stunden. Bam! Das war so krank, Alter. Das war richtig. Junge. Jetzt juckt das. Es ist ein sauberer Haushalt. Das kribbelt. Ein sauberer Haushalt. Das ist alles nicht gut. Wirklich. Nee. Also auf jeden Fall vielen sauberen Haushalt für dieses Kleingeld. Junge, ein sauberer Haushalt. Mann, warum ist denn der so lustig? Yes. Ich weiß es nicht. Ich mach mich einfach nur dran. Oh nee. Ja. Der Magnet. Nee, Mann. Ich will bei den Rente gehen, Alter. Ich kann einfach nicht mehr. Hm. Also ich soll ja die Sachen an meine Freunde verschenken. Viel Spaß mit diesem brachialen Wecker-Bree. Fremddesign Quarz. Geiler Wecker. Super, Junge, da muss ich ja echt bis. Ach so, das ist doch cool. Das ist sogar hier spannend, Alter. Das ist vielleicht auch für eine Halskette, ich weiß nicht. Hey, Klose, bitte nicht ersticken. Ich bin nicht gut versichert für meine Mitarbeiter. Also, ich muss, wenn ich raten muss, ist es der Paddy aus Dortmund. Hallo Max, Grüße an die beteiligten Personen sowie an den korrekten Normen. Anbei die Weste, welche in der Palme aus Plastik 3 Box war. Junge, die kam doch gerade erst raus, warum? Wild. Bitte um eine subjektive Bewertung der Weste. Ich war ziemlich enttäuscht, da ich die schon länger vorbestellt hatte und irgendwie die Annahme hatte, dass es ein geiles Badetuch in der Box wäre. Zumindest gab es dazu meine Story von Bo Netz. Ich meine, wer läuft mit so einer Weste oder was auch immer, das sei so rum, aber vielleicht sehe ich das nur so. Da bin ich ja mal gespannt. Da kauft man sich nach Ewigkeit mal wieder Boxen, Free Spirit, Ring und Kette, Schrott und Palmen aus Plastik 3 und wird mal wieder enttäuscht. Ja, wer heutzutage noch ernsthaft Boxen kauft... Ja, yeah. Man, egal wie oft man enttäuscht wird, man geht immer wieder zurück. Ihr wisst, wie es ist. Nee, ja, irgendwann hat es jeder mal gelernt und dann wird einfach keine Box mehr verkauft. Aber Hauptsache, die Unterstützung war da. Das ist ja das Einzige, was zählt. Mhm. Liebe Grüße aus Dortmund, dein Paddy. Ja, sogar mit Unterschrift. Süß. Dieser Mann macht mich alle. Ja. Das ist der echte von Togo bestimmt damals. Ach. Fette Ware. Okay, meine Stimme. Die Palmas Plastik 3 Box habe ich ja nicht. Deswegen, Wie ist das zusammen? Was ist das hier? Das ist Weste. Was zum. Was ist so. Lol, das ist doch fast dieselbe wie von Luciano, nur halt viel dünner. Das ist doch keine Weste, das ist doch. Ein Stück Zwirn. Ne, das ist so mystisch. Hä? Also von Bones gab es ja mal die schusssichere Weste, die war eigentlich ganz cool. Aber was ist das? Ist ja nicht klein, das ist nicht halbes. Wie teuer war die Box? Weißt du das? Das stimmt, 59,99. Würde ich mal schätzen, ich weiß es nicht. Ja. Was ist denn das? Diese. Also. Geh du bis dahin? Hä? Lol. Das sieht aus. Hä? Nee, das ist nicht wunderschön. Hä? Das verstehe ich nicht. Nee, das. Da muss ja beleibt sein, und damit das am Körper anliegt. Ich verstehe es nicht. Also, das, also mit einer Weste hat das ja wirklich nichts zu tun. Das ist ja sinnlos. So was habe ich aber auch wirklich noch nie gesehen in der Form. Also die von Luciano war ganz cool. Zum Beispiel das, aber. Also, was zum Geier da, das ist. Pure Enttäuschung. Ja, was heißt Enttäuschung? Das ist ja. An sich ist die Qualität ja nicht schlecht, aber das ist ja keine Weste, das ist ja einfach nur so ein. Also. Ui. Ja, vielen Dank fürs Zuschicken dieses Mists. Warsteiner. Lursteiner. Das ist wild. Wie ist das sein? Kevin Lyons.
glaube, ich brauche kurz eine Vitamin- und Kochsalzlösungsinjektion. Also. Curly Whirly. ja. Milchschokolade. Meine Theorie ist nach wie vor, dass dieser Mann ein Wohnungsentrümpler ist. Weil so viele Dinge kann man nicht besitzen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ah, man ist dem grünen Teufel scheinbar nicht abgeneigt. Warum? Was? Und warum? Ja, bitte schickt weniger Übertöpfe. Vielen Dank. Pizzas. Schmackhafte Speisen. Wie sie zeigen, ich würde gerne meine Eichel foltern. Henry. Yeah. Lion, Peanut. Alter. Also, so ein Verlängerungskabel ist immer gut. Ja. Da muss ich sagen, vielen Mastern. Das war's. Der Mann stiehlt das aus irgendwelchen Vorgärten oder so. Ich weiß nicht. Alter. Nein! Scheiße. Ton. Nee, das war, ist jetzt alles kaputt. Also. Alles. Ja. Ja, das ist der Lauf der Dinge. Können wir zusammen baden gehen nach dem Video? Können wir machen. Das wäre schön. So ein schönes heißes Bad unter Brüdern. Das geht. Also unironisch hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ja, warum nicht? Ja. Ui, volle Power oder Alkohol. Ja, aber gut. Power. Junge, der Airbag liegt da hinten einfach. Das hat man vielleicht schon vergessen. Knallt gleich. Ja, ne, das. Nee, so einfach geht das nicht. Aber trotzdem ist es irgendwie krank. Junge, das hast du mich heute noch gefragt. Ja. Der das erste mit, was der Ungläubige zu mir gesagt hat, bis er mich gefragt hat, war, wann kommt irgendwie wieder eine Jauchansage und Günther Kampf. Einzelkampf wird kommen. Wie zum Teufel kommt man denn jetzt einfach random auf Günther Jauch? Das ist so krass gerade. Ja. Alter, Junge! Oh. Bitte weitermachen! Unmengen an diesem Papier? Tüchern hier. Was will denn der jetzt schon? Wer? Der Chris! Andersen! Ja! Finanzwiese! Jetzt. Ja. Oh Junge, hier sind wirklich schöne Sachen! Mach mal bitte kurz weiter, ich muss den Mann nur empfangen und Ui, Memo. Feinste Lippen Sparklings. Das ist ja ein gutes Gemälde. Oh, das kann man doch erkennen. Geil, das ist ja geil. Das ist nicht schön, dass du nicht schöne sagst. Alles ist das egal, ich hab's ja reinkommen. Nein! Das ist halt gerichtet! Heineken! Jo, das ist der echte! Der echte! Was? Alter! 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 Das wäre ja krass, wenn der jetzt hergekommen wäre! So random! Ja! Alter! Junge, was zum. Das ist ja geil! Mein Nuri in 5 Minuten? Hä? Hey. In 5 Minuten gemalt. Alter. Das Outfit, ja. Ui. Ich kann mir ja das Bild gar nicht erinnern. Alter, krass. Das bringe ich mit dann weg mit dir. Das ist. Das ist herrlich. Genießen Sie es. Stabile Münzsammlung. Ich liebe das, wie einfach immer jeder herkommt und zeugt. Diese Münzsammlung ist wirklich herrlich. Also ist der nächste hier. Wollen wir uns bei dem 17. Set dann treffen? Ach Junge, macht mir alle. Ja, vielen Dank, das ist auf jeden Fall wertstabil.
Achso. Wie ist es flüssig drin? Ja. Es ist... Mann! Ton! Ist auch schon kaputt. Leute, wenn ihr sowas wirklich verschicken wollt und das ganz bleiben soll, verschickt's nicht. Wirklich, das ist... Ach Mann! Sogar 400 Gramm. Wink das mal nach. Kein Geld. Ich vertraue einfach blind. Junge, also wer auch immer das geschickt hat, den mag ich irgendwie sehr. Ja, Günther Jauch. Sehr geehrter Herr Feinpostberg, Anwalt befindet sich neben einer Menge feinsten Schmutz, wie beispielsweise ein Schmuckstück aus dem Hause Maivis. Was? Ach nein, das war bestimmt die Vase. Stimmt. 100 Pro, Alter. Och, eine Box mit rund 400 Gramm Kleingeld, durch die wir uns den Titel dieser BWB-Produktion einkaufen möchten. Als Titel wünschen wir uns Günther Jauch in Ilsbach versenkt. Junge! Nicht schlimmer ist das. Damit der Titel, das war sowieso meine Idee. Also. Damit der Titel kein Clickbait darstellt, haben wir für Sie eine passende dreizeilige Kampfansage 2.0 in Anlehnung an Ihre erste Kampfansage an Günter Jauch. Bekannt unter dem Namen Jauchansage an Günter Kampf. Alter, das ist krank. Das ist wirklich das krank. Zufall immer. Genauso ein Zufall, wie dass wir zur Packstation gingen heute. Und wirklich exakt in dem Moment biegt das Fahrzeug ein, was die auffüllt, die Packstation. Und wir mussten eine halbe Stunde zugucken, wie der Mann das bestückt. Ohne Kack. Das ist doch... Herr Jauch, ich fordere Sie hiermit erneut zu einer Einzelkampf in der Stadt Dresden aus. Die Details sind gleich geblieben. Um die Ausgangslage noch etwas zuzuspitzen, werde ich Ihr Ebenbild bis zum Upload dieser Fanpost-Folge provokativ im Ilsebach versenken. Unterschreibe ich hiermit mit Blut. Ja. Du hast es ja jetzt gesagt. Nun, nachdem das geklärt ist, möchten wir noch ein paar Grüße loswerden. Grüße gehen raus an Alexander Markus, Boss Billionär, Dirk Kräuter, Gorowik, Jens Spahn, Jeremy Frangranze, Jeremy Fragrance, Longi, Natururin, Bierpower an dieser Stelle, das Metenvieh. Den Namen kenne ich nicht. Wenn ich den Namen nicht kenne, weil ich habe immer Angst, dass die irgendeine schlimme Vergangenheit haben. Also angeblich haben. Peter München, Thomas G. Hornauer, Viktor Segeda und Young Alpha, Alter. Derjenige, der es hier geschickt hat, Alter, Junge. Ich nehme dein Ding bis zum Anschlag rein. Die Gase gehen aus dem Fenster raus. Mit freundlichen Grüßen und einem Herz 5 Mace und Jamie Olivers menschgewordene Teflonpfanne. Alter Mace, du geile Sau. Wusste ich doch, dass es so ein richtiger OG ist. Oh, das ist ja wirklich scheiße, nein. Das ist wirklich die Vase. Oh, ich wusste es sofort. Shit. Seht ihr hier, das ist ein Screenshot von meinem eigenen Video, wo wir das Haus von Armin Maivis besichtigt haben. Und das ist die Vase dort. Mit einem Pfeil markiert. Das ist wirklich traurig. Mann. Weißt du, wie man Ming-Vasen repariert? Nein. Nein. Oh. Dieser Mann. Ich bin zornig. Wann? Bubatz legal oder was? Nee, der Mann nach Dresden kommt. Nein, Junge, wir waren vor uns im Aldi und wollten mal den Günther ja auch mal probieren und der war einfach nicht da. Nee. Der soll seine Quarze mitbringen, daher. Ja. Ohne Scheiß, es knallt. Okay, jetzt reicht's aber auch, Alter. Danke fürs Anschauen und Klose, sag bitte noch was. Das ist alles nicht gut. Junge, wirklich. Wollen wir uns mal bei 2300 Münzen treffen? Das geht mir nicht aus dem Kopf, was macht ihr? Ich wäre gerne der Schiedsrichter beim Kampf. Da gibt's nichts zu richten. Also, ach so. Ich muss ja einfach nur dann die Kreide holen. Ich würde ein paar Fragen von ihm beantworten. Die einzige Frage, die ja gestellt wird, ist, wenn du eine willst, kannst du eine kriegen. Willst du eine kriegen? Ja, dann kriegt er eine nach außen. Bam, 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 da hat sich's ausgejaucht.